So, und das ist schon wieder Part 53. Krass, krass, krass. Gut. Und bin jetzt auch gleich fertig mit meinem Abendessen. Dann hört ihr mich nicht mehr schmatzen. Da hat wohl jemand Hunger. Ich weiß nicht, ob es hier noch was gibt. Ich meine, hier gab es noch eine Höhle. Nein, okay, dann nicht. Gut, dann habe ich mich nicht. Dann habe ich die Höhle verwechselt. Fällt mir nicht. Das ist ein Feuerkorb. Alter, hat der mich erschreckt. Mich erschreckt, ey. Oh, krasse Truhen. Und so geil war die jetzt nicht. Stärke und Lebens... Oh, geil! Geil! Ich bin mit meiner Stärke zufrieden, aber pff. Yo. Eiskalt, ich glaub's hackt. Nice. Emmentaler am Stück. Einfach mal schön ringebissen, lecker. Das ist die Bibliothek. Nichts zu plündern. Bei denen ist nicht immer was zu holen. Hier speichere ich wirklich ab, weil du weißt nie, was abgeht. Nichts zu plündern. Ich glaube, der ist da drin alleine. Weil die Bibliothek ist schon echt grausam. Nein! Ich dachte, der wäre alleine. Den muss ich aber nur schnell besiegen. Da ist nichts. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Steinwärter. Gelbe Steintafel. Gucken, ob wir das lesen können. Ja, können wir ja bestimmt. Rademus war immer entschlossen im Tempel Adanos. Eingeschlossen im Tempel Adanos. Doch die Macht des Schwertes war nicht gebrochen. Sein Einfluss war schon zu groß geworden. Das Morden in den Straßen wollte nicht enden.
Adanos Zorn war es, der alles beendete. Das Meer erhob sich über Jakinda und überflutete die ganze Stadt. Ich werde da bestimmt nochmal hin müssen. Nur noch die höher gelegenen Tempel und Bauwerke waren nahezu unangetastet geblieben. Die wenigen, die diese Katastrophe überlebten, hatten nunmehr nicht mehr die Kraft, die Stadt wieder aufzubauen. Und so war das Schicksal Jakinda besiegelt. Also hier lesen wir ein bisschen was über die Geschichte der Stadt. Was halt hier so passiert ist. Gucken, ob wir das später zusammenfassen können. Denn nur den Totenwächtern war es möglich, die Ahnen zu rufen. Ihre Abwesenheit schmerzt tief. Ohne den Rat der Ahnen sind wir der Willkür unseres Volkes ausgeliefert. Die Heiler wurden entsandt, das Portal zu versiegeln und den Schlüssel zu vernichten. Nur Adanos weiß, was mit ihnen geschah und ob sie ihr Ziel jemals erreichten. Die Kriegerkaste ist vernichtet durch den Zorn Adanos. Das Herz der alten Kriegerfürsten ist gebrochen. Nur die versiegelten Priester schüren noch die Hoffnung und predigen unablässig von der Wiederauferstehung unserer einst so prächtigen Stadt. Doch wir, die Gelehrten, kennen die bittere Wahrheit. Jakinda ist gefallen und wird im Strom der Zeit vergehen. Ja, ich würde sagen, die haben Stress bekommen und ihr Gott hat mal gesagt, hier, jetzt treibt es mir aber zu weit mit diesem ganzen Hass und heidnischen Gebräuchen und Ding, oh, Bogenschützen plus 3 und heidnischen Gebräuchen und hat dann halt hier mal eine Flut hingeschickt und hat gesagt, jetzt räume ich aber mal auf viel. Und dann war Ruhe im Karton. Die Priester haben noch Hoffnung geschürt, die Gelehrten wussten, nope, jetzt haben wir Scheiße gemacht. Das müssen wir, das geht so nicht. Und ja. Und wer war schuld? Natürlich die Barbaren, die Krieger. Die haben irgendwas mitgebracht, was Schande über die gebracht hat. Wo sie gesagt haben, hier, jetzt gibt es aber Stress. Ich will mich nochmal heilen. Ansonsten gibt es hier nichts. Da ist nichts. Die haben nichts zu holen. Nicht zu plündern. Hier wächst wieder was. Hier gibt es wieder was zu lesen. Quaotrons Alter machte es ihm unmöglich, unser Herr zu führen. Und es bestand und so bestanden die Priester auf ihr Recht der Befehlsgewalt über ihn. Sie wiesen ihn an, sein Amt niederzulegen und das Schwert weiterzugeben. Der Rat der Fünf sollte seinen Nachfolger bestimmen, doch die Kaste der Krieger verweigerte dem Rat die Wahl. Die Krieger wollten sich nicht länger dem Rat der Fünf fügen und erwählten seinen Sohn Rademes zu ihrem neuen Anführer. Aus Stolz und Vertrauen in sein eigenes Fleisch und Blut entschied Quaotron sich dazu, ihnen nachzugeben. Er überreichte das Schwert seinem Sohn, in der Hoffnung, dass er es mit der gleichen starken Hand führen möge, wie er selbst es tat. Okay, das bedeutet, hier wurde ein Schwert weitergegeben. So wie ich das verstanden habe, ist das Schwert, braucht es wirklich eine starke Hand. Und normalerweise werden die Rat von allen fünf, Gelehrte, Priester, Heiler und Totenbeschwörer, immer damit so beauftragt, hier zu gucken, wer kann denn damit überhaupt umgehen. Das wollten die Krieger nicht. Und somit hat der Chef gesagt, hier, Bast, das kriegt jetzt mein Sohnemann. Und das scheint nicht ganz so geklappt zu haben. Man sollte immer auf den Rat der Fünf nicht zu plündern. Ne? Das ist genauso wie bei Herr der Ringe, wenn man gesagt hätte, nein, wir geben dem anderen hier, den Aragorn, den Schatz, dem Ring und nicht Frodo, dann wäre es auch schnell vorbei gewesen. Quaotron, der Hohepriester Kardimon und ich selbst berieten in diesen Hallen über einen Weg, Rademes unter Schwert zu bezwingen. Quaotron und Kardimon waren
der Meinung, Rademus mit vereinten Kräften im Kampf besiegen zu können, doch ich erkannte die Macht des Schwertes zu gut, um daran glauben zu können. So machte ich von meinem Recht Gebrauch, die Entscheidung der beiden anderen zu überstimmen. Ich beschloss stattdessen, Rademus mit einer List zu überwinden. Quaotron folgte der Entscheidung des Rates. Er begab sich in den Tempel Adarnos und schickte nach seinem Sohn. Der Hass seines Sohnes hatte schon solche Gestalt angenommen, dass Rademus in wilder Raserei in den Tempel stürmte, um seinen Vater zu richten. Er erkannte unsere Pläne erst, als es für ihn zu spät war. Quaodron verschloss die heiligen Kammern des Tempels hinter sich und Rademus war für alle Zeit im Tempel gefangen. Okay, hier sieht man, was halt Rom gegangen ist. Ja, die haben den Alten irgendwie in den Tempel geschickt. Der Tempel war irgendwie, haben sie halt verschlossen und der Junge hat gemerkt, scheiße, die wollen mich da einsperren, als es schon zu spät war. Rademus war schwach. Der Wille des Schwertes übermannte ihn und machte ihn zu seinem Werkzeug. Das Leid und die Grausamkeiten, die er in seiner Verblendung über das Volk brachte, vermochte nicht einmal mehr die Heiler zu lindern. Das Schwert erkannte schnell, dass das Volk zu schwach war, um seine Pläne zu durchkreuzen. Allein die Macht unserer Ahnen konnte ihm noch gefährlich werden. Und so ließ Rademus alle Totenwächter verbannen und hinrichten und machte so jede Hoffnung auf Erlösung von diesem Übel zunichte. So war kein einziger der Totenwächter mehr zu geben, als die verbliebenen vier entmachteten Anführer unseres Volkes den bitteren Entschluss fassten, Jagdhinter aufzugeben. Der Krieg tobte in den Straßen, als die Heiler aufbrachen, um den einzigen Zugang zu unserem Tal für immer zu versiegeln. Also, da gab es halt Stress. Die Totenwächter, die hätten da noch ein bisschen was drehen können. Der hat sie alle abgeschlachtet. Also gab es kein Hin und Her mehr. Der Krieg wollte nicht aufhören. Und die haben sich gut daran getan, hier die Dingsbums zu klatschen, zuzumachen, hier die Tore. Und wir Vollidioten haben das wieder aufgemacht. Aber ich nehme an, dass hier dieser Raven, haben wir ja schon mitbekommen, dass der hier irgendwas plant. Und dass genau diese Halunke anfängt oder vorhat, da das Schwert wieder an sich zu bringen. Das Schwert ist nämlich magisch, hat große Macht. Und ja. Ist halt in die falschen Hände geraten. Dann hat er erst natürlich die Feinde, die Einhalt gebieten konnten, geklatscht. Der Sohn von der Kriegerkaste hier, der Sohn von dem Chef der Kriegerkaste hier. Dann hat er das Schwert bekommen, hat die Totenwächter platt gemacht. Wollte alle Anführer platt machen, hat den Rat der anderen, der Totenwächter, der Priester und der Heiler nicht mehr hier begutachtet. Totenwächter hat er platt gemacht. Das bedeutet, es waren noch die Heiler, die Priester, die Gelehrten und die Krieger noch. Und ja, ziemlich interessante Geschichte. Und Adarnos hat gemerkt, nope, dann haben sie den einzigen Zugang zum Tal gesperrt, das Portal, was wir wieder geöffnet haben. Dann haben sie irgendwie den Typen nicht platt gemacht, sondern haben ihn im Tempel eingesperrt mit dem Schwert, haben den Vater dahin geschickt. Er hat gesagt, bringt mir meinen Sohn. Der Sohn sauer, wollte seinen Vater an die Gurgel, ist blind vor Wut halt ringerannt wie so ein Bekloppter. Dann haben sie die Tür zugemacht. Jo. Das bedeutet, den Sohn haben sie gut verarscht. Und jetzt gammelt er wahrscheinlich heute noch mit dem Schwert im Tempel. Und ich befürchte, der Raven hat hier nichts Gutes vor. Der will nämlich an das Schwert ran. Ich befürchte, dass der den Tempel gefunden hat oder auf der Suche nach dem Tempel ist. So, wir haben hier alles gemacht. Ja, die Wassermagier, mit denen können wir ja quatschen ohne Ende. Die Banditenrüstung haben wir. Das bedeutet, die Piraten lassen wir jetzt erstmal hinter uns. Jetzt müssen wir eigentlich Richtung Sumpf. Auf der anderen Seite gibt es hier noch Höhlen, die zu entdecken sind. Oh, guck dir das mal an. Bogenschütze 3. Yes. Ach, Armbrustschütze 3. Super. Habe ich hier noch irgendwas zu trinken? Ansonsten könnte ich nochmal eine Runde zum Samuel gehen. Er hat ja noch diesen Hammer. Und der macht uns ja einiges schneller.
Können wir nochmal schneller durch den Canyon raschen. Raschen, rasen. Die Frage ist nur, kann ich eigentlich schon Trank der Geschwindigkeit brauen? Wäre natürlich auch eine Idee, dass ich den mal brauen kann. Oh, was hat denn der für ein... Der hat ein schön fettes Schwert auf dem Buckel. Meinst du, der hat eine Axt, der hat einen Einhand, das ist okay. Ja, wie schon gesagt, Henrys Truppe macht meistens nur... Zwei Hände haben die auf dem Buckel. Aber ich bin eigentlich auch ein Einhand-Fan. Also von daher... So, Bob. Hast du was für mich? Ich will was da... Gib mir... Ziemlich... Gib zick... Gib zick... Zick... Vier... Zick... Fünf... Gib zick... Sechs... Zick... Sieben... Gib zick... Acht... Gib zick... Neun... Zick... Zehn... Gib zick... Elf... Gib zick... Zwölf... Zick... Dreizehn... Zick... Gib zick... Vierzehn... Gib zick... Fünfzehn... Gib zick... 16. Gibt's. 17 müsste ich jetzt haben. Gibt's. 18. Gibt's. Gibt's. 19. 20 müssten das jetzt sein. Was bei mir? Ein Grog, weißer Rum. Das nehme ich mal mit. Das brauche ich nicht. Na, Stärke, was hast du sonst noch? Nichts. Oh, 22, okay. Wenn wir auch brauchen können. Spezielle Tränke. Trank der Stärke können wir machen. Ich habe noch einen Kronstöckel. Aktuell. Ich habe aber nichts, was ich da mitmachen kann. Also vielleicht schon, aber muss nicht sein. Jetzt will ich den Canyon nochmal in Ruhe. Oh, Trank der Geschwindigkeit. Elixier des Geistes. Elixier des Geistes. Essenz des Geistes. Elixier des Geistes. Okay, 3 und 5. Wusste ich nicht, dass es da einen Unterschied gibt, aber ich will mich nicht beklagen. Also wir können unser Mana schon ordentlich steigern. Wenn wir diese ganzen Mana-Tafeln benutzen. Glaubst du wirklich daran? Nö. Also wenn wir die Mana-Tafeln benutzen, kriegen wir ordentliche Steigerung. Und wenn wir dazu noch diese 150 Pilze, die wir haben, spachteln, dann kriegen wir auch nochmal 15 Mana dazu, also 5 Mana für jeweils 50 von diesen Dunkelpilzen. Und dann noch 18, ja, wir können unser Mana mehr als verdoppeln, würde ich sagen. Aber wenn wir uns noch Mana beibringen lassen, also unser Mana steigern, dann können wir, glaube ich, ohne Probleme höher kommen. Das bedeutet, ich würde gerne so 50 bis 60 Mana halt haben, so dass ich halt mehr als zwei Lernpunkte in Mana investieren muss und dann haue ich mir den ganzen Shit rein. So wie ich das bei Stärke ungefähr auch gemacht habe. Ich hoffe nur, dass Mana bis 100 machbar ist. Und nicht ab 50 schon teuer wird. Hier gibt es nicht viel. Hier gibt es nur was zu entdecken, glaube ich. Na, wie viel Uhr haben wir es denn schon? Kurz nach 9. Ja, das müsste eigentlich... Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Den Part mache ich noch zu Ende. Und mache danach noch ein Part. Dann müssten wir so 10, Viertel nach 10 haben. Das ist in Ordnung.
Ne, hier gibt es auch einen Höhlenkomplex. Ich weiß, glaube ich... Ich weiß nicht, ob der das war oder ob das... Weil der Canyon ist nämlich auch mit einer Höhle mit anderen Sachen verbunden. Ist halt die Frage, wo das ist. Ja, die sind ja jetzt echt easy, ey. Ja. Ich will nur gucken, ob hier irgendwas zum Abgrasen ist. Aber ich glaube, nur hier in der Mitte ist was. Oh, hier ist eine Truhe und hier liegt auch wahrscheinlich noch ein... noch eine Spruchrolle. Da liegt hier noch ein Bergkristall. Oh, das nehme ich gerne mit. Wird wahrscheinlich nicht viel geben, aber so viel brauchen wir auch nicht. Später vielleicht. Bevor ich ins Minental gehe, gehe ich mich nochmal ausrüsten. Links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. So. In der Hoffnung. Noch so ein bisschen Hoffnung, dass ich... Da gehe ich später hin, weil ich glaube, hinten gibt es keine Höhle, sondern nur noch was zum Abschlachten. Oder nee, hier geht's zum Sumpf. Krass. Hier war also schon der Zugang. Ich wusste, dass es im Canyon eine Höhle, gibt, die einen Zugang in ein anderes Gebiet macht, aber ich wusste nicht, dass es hier schon ist. Hier gibt es einige Höhlen, die noch nicht erkundet sind. Na komm her. Na, da hat man den Sumpf schon. Da gehe ich aber andersweitig lang. Ja, da sieht man schon. Nee, links, rechts, rechts, links, rechts. Okay. Oh, da gab es etwas zu finden. Das sah, sah aus wie ein schönes Schwert. Will ich mir das mal angucken? Spruchrolle, Spruchrolle, Trank, Trank, Veliktier. Nicht leserlich. Paar Tränke, aber nichts Besonderes. Wir kommen auf der anderen Seite vom Sumpf raus. Na kommt mal her. Oder war das? Ich weiß es nicht ganz. Sieht für mich eher aus wie so ein Tal. Ah ne, das ist Sumpf. Jo. Kommt aber später noch. Gut, jetzt will ich die andere Höhle mal begutachten. Das war, glaube ich, eher nur so ein kleiner Durchgang, wo eigentlich nichts Großes zu finden ist. Dunkelpilze, 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 Dunkelpilze. Ich habe die früher mal weggeschmissen, weil ich gedacht habe, was ist denn da los? Und dann habe ich irgendwo mal einen Post gesehen, ja, hier, Dunkelpilze. Bin ich dann bei Konstantino in die Dingsbums gegangen und habe ich mal geguckt, warum ist er denn so begeistert von diesen Dunkelpilzen? Das hat er nämlich seinem Lehrling nicht verraten. Hat er nämlich gesagt, ja, dann verkaufst du mir die gar nicht mehr, wenn ich dir das verrate, und so einen ganzen Dreck hat er erzählt. Und dann habe ich mal im Internet geguckt. Oder war das eher so ein Try-and-Error-Teil? Ich weiß nicht mehr. Entweder habe ich noch mal, habe ich die Frage nochmal gesucht im Internet. Oder was ich eher glaube, ist, dass ich das durch Zufall erfahren habe. Dass ich einfach irgendwann einige Pilze gegessen habe.
Und dass ich dann einfach angefangen habe mitzubekommen, dass sich irgendwann mein Mana gesteigert hat. Links, rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts, rechts, links, links, nee. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Wie viele Dietriche habe ich eigentlich noch? Dürfte ich nicht mehr allzu viele haben. 2, super. Ist was offscreen? Entweder mache ich das offscreen. Oder ich mache das jetzt gleich nochmal. Wenn ich sowieso zurück zu den Magiern muss. Nee, ich mache das offscreen. Gehe ich nochmal in die Stadt und kaufe mir nochmal vom Torben, also in Korin ist in der Stadt, kaufe ich mir vom Torben nochmal ein paar Dietriche. Weil hier verkauft mir die wahrscheinlich bei den Banditen, werde ich wahrscheinlich einige bekommen. Aber bis ich bei denen bin, werde ich mit den zwei nicht mehr klarkommen. Dafür verbrate ich zu viel. Ich will aber hier unten nochmal in die Höhle. Gucken, was da noch zu finden ist. Damit sollte ich eigentlich noch klarkommen mit den zwei. Klar, natürlich, je geschickter man ist, desto weniger braucht man für die Teile später. Die Frage ist nur, werde ich jemals so geschickt, wenn ich mir einen Stärkecharakter aufbaue? Dunkel. Ein Rapier. Jetzt werde ich hier mal speichern. Kann man vielleicht als Cheaten betrachten. Wenn ich halt speichere, probiere und nope, neu lade. Links, rechts. Rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links. Jetzt habe ich nur noch einen Dietrich. Hoffentlich kommt jetzt keine abgeschlossene Truhe. Ich befürchte aber doch. Was haben wir hier? Eingestürzt. Von denen hatte ich so viel Schiss. Aber das ist ja jetzt gar nichts mehr. Ich guck's hier an. Wir haben so viel Rüstung, dass wir ordentlich was einstecken können und den können wir mal ordentlich einen von Lümmel latzen. Schattenläufer, Horn eines Schattenläufers, Wagenfell. Oh, da wird der Boss bei sich aber freuen, wenn wir die ganzen Sachen bei dem verkaufen, gerade die Felle. Ich glaube, dann platzt dem echten Ei. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Lederbeutel, Steintafel, Pech. Yay, ich habe Pech gefunden. Super. Da liegt was. Eine Rune liegt da. Cool. Das hat sich doch gelohnt. Oh, natürlich was zu saufen. Ah, das Spiel weiß, was ein Mann braucht. Eine Leiche, ein Lagerfeuer, ein paar Monster, eine Fackel und was zum Saufen. Was für eine Rune, können wir die schon? Oh, mittlere Wunden. Oh, zwei magische Kreise, zu wenig. Aber mittlere Wunden halten ist schon ganz gut, dass wir die gefunden haben. 25 Mana ist natürlich schon auch eine Hausnummer. Habe ich sonst noch irgendwas gefunden? Bestimmt noch ein paar Steintafeln. Magie. Magie. Zweihandkampf 1. Jo, können wir die lesen? Ich, der 3, entschied, sagte hier nö. Runenmacht, 115 Stärke, ist aber eine Zweihandwaffe. Was haben wir hier? Oh, benötigte Geschicklichkeit 5. Hat aber 100 Damage und ein am Talentbonus. Der Rapier, der ist bei 50 gewandert, natürlich Geschicklichkeit natürlich sehr nice und wir brauchen da echt nicht mehr viel. Eigentlich nicht schlecht.
Bedeutet, wenn wir die 10 Punkte in Geschick reinbauen könnten, hätten wir schon 45. Dann setzen wir den Geschicklichkeitsring an, hätten wir 48. Das bedeutet, wir bräuchten eigentlich nur noch 12. Weil der Geschicklichkeitsring gibt ja 3 Geschicklichkeitspunkte. Und dann können wir mit dem den Rapier schon mal benutzen. Vor allem gibt der noch einen Bonus von 8%, ne? Dann sind wir hier auch schon bei 52 und haben eine bessere Waffe als das aktuelle Schwert. Wenn auch nur vorübergehend. Wäre natürlich nicht schlecht. Warte mal, wozu habe ich mir die Dinger denn gekauft? Damit ich hier so lange rumeier wie so ein Lümmel oder was? Nee, nee, nee. Lauf, lauf. Ist aber schon nice gemacht. Klar sind HD-Texturen drin in dem Patch, damit das Spiel überhaupt läuft. Aber musst du dir mal geben, ne? Schon ein ziemlich großes Game. Für die 2002er Jahre. Doch, ist wirklich ein riesiges Spiel. Ich glaube, es war auch das erste richtige Open-World-Spiel, was wirklich so groß war. Ich weiß es nicht. Aber es war es ist das Beste. Das weiß ich auf jeden Fall. Also ich habe noch kein besseres gesehen, wirklich nicht. Und um die Grafik mal wegzulassen, klar natürlich, Witcher und Skyrim waren revolutionär und waren wunderbar. Aber im Vergleich mit dem Spiel ist es nichts, weil ich sehe da diese Sache, was das betrifft, sehe ich natürlich auch noch die den Altersaspekt. Ja, obwohl, was hast du denn da? Lass mal. Hat der irgendwas Besonderes? Nö, hat er nicht. Ja, das könnte ich ihm abkaufen. Nee, komm, erstmal nicht. Hey, du. Könnt ihr mir euer Wissen... Ich kann dich immer schaffen. Er hat die Runenbücher im... Runen erschaffen brauche ich eigentlich nicht. Das ist der Händler. Der heult rum, aber einen Fokus habe ich ja schon. Fehlen eigentlich noch 2 Stück. Ich glaube, 2 Stück sind im Sumpf zu finden. Hey, du. Wegen der Herrenhäuser. Ja. Die Orks scheinen sich für die Bibliothek der Gelehrten zu interessieren. Denkst du, dass sie die alte Sprache lesen können? Ich denke nicht. Aber wer weiß das schon? Vielleicht solltest du trotzdem besser dafür sorgen, dass sie verschwinden. Die Orks werden das Interesse an dieser Region bald verlieren. Wie kommst du darauf? Ihr Anführer ist tot. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Störungen dieser Art können wir jetzt nun wirklich nicht gebrauchen. Ja? Erzähl mir noch... Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Das Haus der Krieger war damals... Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Und die Heiler hatten ihr Haus... Sie sind erhöht. Genau, stimmt ja. Das eine Portal war im Sumpf, glaube ich, in der Nähe. Das andere war ja im Banditenlager. Das möchte ich aber mal mit dem Satura sprechen. Hey, du. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Das Teil hier lag in einem großen Gebäude in einer großen Schlucht. Das war die Bibliothek des alten Volkes. Scheinbar eine Tafel der Gelehrten. Viele der Schriften, die wir gefunden haben, stammen vom Anführer der Kaste der Gelehrten. Merkwürdigerweise hat er seinen eigenen Namen nirgendwo hinterlassen. Sehr gut, das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Ja, das kriegen wir schon. Ich werde sehen, ob ich... Gut. Wegen... Hast du etwas bisher noch nicht? Ich Gut. Adano. Dann gehe ich nochmal eine Runde pennen. Ich würde den Part hier mal beenden. Und auch mal in Ruhe abspeichern. Mal gucken, ob ich noch ein Part benutze oder nicht. Auf jeden Fall hole ich mir bis zum nächsten Part nochmal ein paar Dingsbums, ein paar Dietriche. Da renne ich zu Torben und kaufe mir ein paar und komme wieder her. Also bis dann. Macht's gut, Leute.